Willkommen zurück zu Skylanders Swap Force. Im letzten Part sind wir genau an dieser Stelle hier stehen geblieben und wir sollen nun mit den mysteriösen Hippos hier sprechen. Gut, auf geht's. Hallo Skylander, ich bin Tuck und der große Kerl hier ist mein Bruder Garm. Ich bin der Hüter der Energiekapsel. Die Legende besagt, dass sie den Skylandern beeindruckende neue Kräfte verleiht. Du hast sie kaputt gemacht. Ich wollte ja nur mal reingucken. Ja, weil du, Grobian, nicht mal deine eigene Kraft im Griff hast. Ja, ich habe körperliche Perfektion erlangt. Aber keine Sorge wegen der Kapsel. Sie funktioniert sicher noch. Glaube ich. Na los, Skylander, versuch's mal. Tja, werden wir versuchen. Mal schauen, können wir sie jetzt direkt reparieren? Oh, interessant. Oh, das schaut sehr gut aus. Und fertig, wie neu. Gut, was sagt der Hippo? Das war beeindruckend, Skylander. Jetzt zeige ich dir, wie sie funktioniert. Hier können Swap Force Skylander ihre Ober- oder Unterhälfte verbessern. Hier siehst du die möglichen Verbesserungen. Beim Kauf von Fähigkeiten schalten sich neue frei. Für diese Fähigkeiten musst du erst Seelensteine finden. Okay, also das übliche System hier wieder. Ah, dann nehmen wir dieses Upgrade mal. Mit 784. Ich will kaufen! Eis doch kaufen. Ich habe... Oh, 772 nur. Oh, das ist aber schade. Halte X, während du dich drehst, um eine Flammen anzuschaffen. Also eine neue Fähigkeit. Und das kaufen wir mal direkt. Gut, gut. Upgrade abgeschlossen. Und das ist auch schon alles. Jetzt kannst du auch so perfekt werden wie ich. Allzeit bereit für jede Herausforderung. Oh, und da du nun weißt, wie du an Verbesserungen kommst, trainiere ruhig etwas mit einer Übungspuppe draußen. Oh, gar keine Schafe zum Trainieren. Das ist ja richtig fies. Das hatte ich mir schon erhofft. Skylander, bist du bereit, physische Perfektion zu erreichen, bin ich. Die es mit meiner aufnehmen kann? Und zwar, was ich noch vergessen habe, die untere Hälfte. Mal sehen, was gibt's denn da für Upgrades? Auch wieder sehr, sehr teure. Ja, okay, das kaufen wir. Bisschen Schaden schadet nie. Und damit können wir den Gegnern mehr einheizen mit unserem Swap Force Skylander. Das kann ich natürlich für die anderen Skylanders auch machen. Werde ich jetzt aber mal ignorieren. Ich werde mich mal in der Stadt hier ein bisschen umsehen. Danke, dass du unsere Stadt gerettet hast, Skylander. Ja, bitte gerne. Und zwar, was als nächstes ansteht. Ja, üben wollte ich. Sehr nett. Die Übungspuppen zeigen dir schon, wie wirkungsvoll deine Angriffe sind. Da habe ich selbst für gesorgt. Ziemlich praktisch, oder? Schau auch mal bei deinem Kumpel Flynn im Lufthafen vorbei. Er macht sich wegen seines Schiffs Sorgen. Okay, wie es scheint, die nächste Mission und dem Flynn geht's hier ganz und gar nicht gut. Denn der haut hier alle Einzelteile aus dem Schiff schon raus. Das ist das hier, was kann ich hier machen? Das werden alles Tulpen, Sollten die Bomben nicht mehr Schaden machen, muss ich... War das 22 war es, glaube ich. Also mittlerweile 28, was ist das hier? Okay, öfters B drücken. Machen wir mal. Das ist ja geil. Eine quasi kleine Abkürzung für uns, um zum schönen Flynn hier zu gelangen. Eine Sekunde mal, Skylander. Mal sehen, ob es hier etwas Lohnendes gibt. Wunderbar. Mein Fernsprecher ist noch ganz. Jetzt kann ich aus der Ferne mit dir sprechen und du machst den Skylander-Helden. Als wären wir ein Team. Boom. KK, alles klar. Da bist du ja, Skylander. Die Häuptlinge und einige Ältere aus dem Dorf werden in der Kaskadenlichtung festgehalten. Es ist sehr wichtig, dass du die Häuptlinge findest. Ohne sie kehren die alten Elementarwesen niemals nach Holzhausen zurück. Und die Magie der Skylands wird niemals wieder aufgefüllt. Wir beeilen uns besser. Wir können unmöglich wissen, welche Gefahr ihnen droht. Okay, das ist anscheinend die nächste Mission. Ich würde mal sagen, gehen wir mal direkt rein. Denn so viel wird es hier vielleicht nicht mal mehr zu erkunden geben. Im Moment. Endlich, Clumshanks!
Ein Monument, das meiner Fieshaftigkeit würdig ist. Nichts für ungut, Lord Chaos, aber ist der untere Teil wirklich nötig? Hä? Nein, 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 Idioten! Das ist völlig falsch poliert! Haben wir denn keine Trolle mehr? Die Griebel sind einfach nicht fies genug. Ist auch egal, Glumshanks. Ich bin auf den Wolkenbruchinseln auf etwas Geniales gestoßen. Versteinerte Finsternis! Und damit habe ich eine so fiese Maschine konstruiert, dass sie selbst meinen genialen Verstand verwirrt. Ich nenne sie den Fisinator. Sieh her! Oh, schon viel besser. Also, Glumshanks, ich, Chaos, habe bald genug versteinerte Finsternis für weitere Fisinatoren. Und dann herrschen auf ewig herrlich fiese Zeiten in den Skylands. Solange er nicht unsere Skylanders damit abschießen möchte und diese verwandeln will, ist alles okay. Was ist bloß mit euch los? Habt ihr denn gar nichts mit Türen? Diese Fortbewegungsart ist total sicher, Flynn. Das ist doch unnatürlich. Und wir wären schneller, wenn wir etwas mit Propeller hätten. Oh, tut mir leid. Er kann auch viel schneller, wenn du willst. Oh, halt dich vielleicht mal fest. Wir gehen in den Sturzflug und es könnte holprig werden. Halt mal. Ich bin Flynn, der unglaublichste Pilot in den Skylands. Ein paar Turbulenzen machen... So, war dir das schnell genug, Flynn? Dein Haar riecht nach Erdbeeren. Da unten! Griebels! Die Häuptlinie ist sicher nicht weit von hier. Alles klar, unser... In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. Lass mich auch mal reden. Also, wir haben jetzt Chaos gesehen und der will anscheinend die ganzen Skylands hier verwandeln mit seinem... fiesen Teil hier. Und das müssen wir tunlichst verhindern. Gut, was gibt's Neues hier? Was hat denn die Pflanze da getan? Keine Sorge. Schlingschlucker fressen nur die Bösen. Oh. Ich dreh total durch. Erkunden wir etwas. Flattert, Hühner. Flattert. Gehört das zu uns? Ja. Das ist quasi ein Verbündeter. Okay. So, wir finden den verborgenen Schatz hoffentlich. Hier glitzert was. Kann ich zoomen irgendwie? Ah, okay. Jawohl. Wer es findet, darf's behalten. Okay, alles klar. Müssen wir nur noch über das Wasser hier kommen. Gut, aber nun zum eigentlichen Thema mal. Wir haben ja die Hip-Bros bereits gesehen. Die Fee, was ist aus der geworden? Gibt's die noch? Muss die gerettet werden? Ist die gefangen genommen worden? Was ist aus ihr passiert? Was ist aus ihr geworden? Wir werden es hoffentlich rausfinden. Mal sehen. Vielleicht auch. Ich meine, das ist im Prinzip eine andere Welt mit den Hip-Bros. Also komplett was Neues. Vielleicht gibt es diese Fee gar nicht mehr, die Upgrade-Fee. Wir werden schon sehen. Ansonsten habe ich mich noch ein bisschen informiert. Und zwar diese Heldenherausforderung, diese Heroic Challenges, wie sie im Englischen genannt werden, die gibt es hier gar nicht mehr. Also das hat es in Skylanders Spyro's Adventure gegeben und Skylanders Giants, aber hier gibt es das nicht mehr. Man kann also die Swap Force Skylanders nicht mehr mit Heroic Challenges versorgen, so wie in den alten Spielen die normalen Skylanders bzw. die Giants. Das geht nun hier nicht mehr. Dafür brauchen wir uns natürlich den Stress nicht antun, um alle Heroic Challenges zu schaffen. Auf der anderen Seite, die alten Skylanders behalten die Werte von den Heroic Challenges, von den Heldenherausforderungen. Also man kann die upgraden, hier draufstellen, in Swap Force. Und dann geht's auch direkt mit den alten Werten los, mit dem Upgraded. Das ist ein Funkenschloss. Okay. Bring die zwei Funken zusammen, um das Tor zu öffnen. Bewege die Funken an den Hindernissen vorbei, um sie zusammenzuführen. Das schaut extrem geil aus. Falls ihr euch erinnern
könnt. Es gab... Und wie komme ich da jetzt rauf? Nein, ich will nicht beenden. Brauche ich da jetzt einen grünen Strahl? Kann ich irgendwas machen noch? Achso, mit A kann ich umschalten. Da oben ist noch einer. Oh, alles klar. Okay, so funktioniert's. Gut, gut. So, jetzt hierher. Ah, ja. Sehr brav. Und jetzt sind sie fein. Oh ja. Also, neue Rätselform hier. Ich bin gespannt, ob es die alte noch gibt mit den Schlössern, wo man das Ganze drehen muss. Oh. Ja, die sehen halt etwas wütend aus und ich weiß nicht. Ja, und vor allem halten sie viel aus. Also, die können schon ordentlich einstecken. Auch unserem Swap for Skylander macht das nichts aus. Übrigens, weil wir gerade dabei sind, nehmen wir mal diesen doch wirklich vom Portal. Ich habe nämlich einen neuen für euch mitgebracht. Einen Magie-Skylander. Und diesen schauen wir uns gemeinsam jetzt mal an. Los geht's. Das wird zum Federn raufen. Schönes Intro, die Figur ist meines Erachtens wahnsinnig schön. Und nun schauen wir uns mal an, was kann der? Also er kann mal schießen, er kann natürlich springen. Okay, teleportieren. Oh, das Feuertor habe ich nicht gesehen. Da hätte ich natürlich den... Ja, ich bin schon dabei. Da hätte ich den später verwenden sollen. Gut, also unseren Swap Force Feuer Skylander wieder auf dem Portal. Und der kämpft sich jetzt durch das Tor natürlich locker durch. Mal sehen, was gibt es hier noch? In dieser Zone sind Skylander des Feuerelements stärker. Wo muss ich jetzt hin? Hier runter? Geht's hier runter? Nein. Also nichts Verstecktes? Nun gut, dann werde ich mal hier hochgehen. So, immer dem Verlauf folgen. Oh, okay, also Feuer macht ihm trotzdem was. Ich dachte, der heilt sich hier. Wenn Feuer kommt, dem ist aber leider nicht so. Gut, gut. Er heilt sich aber irgendwie anders, weil es vielleicht seine... Ja, sein Gebiet ist. Oh mein Gott. So, mit dem habe ich nicht gerechnet. Doppelsprung gibt es hier übrigens nicht. Einfachen Sprung. Gibt es natürlich, der ist komplett neu in Swap Force, wie schon bereits erwähnt, aber Doppelsprung gibt es noch nicht. Vielleicht gibt es den später mal in den späteren Spielen. Wir werden sehen, was Neues auf uns zukommt, aber zuerst ist mal Swap Force dran. So. Ein legendärer Schatz. Was bringt uns der für Werte mit? Plus 5 Elementar. Okay. Bin auf Erfolgskurs. Jo. Wir auch. Teleporter? Ja. Ah, alles klar. Und nun sind wir wieder am Anfang. Raus aus der Zone hier. Und dann hoch mit dem neuen Skylander. Den werde ich natürlich jetzt gleich mal auspacken hier. Am besten gleich mal live. Okay, ich glaube, das mit dem Live-Boxing, das mache ich in Zukunft nicht mehr. Das habe ich mir garantiert einfacher vorgestellt. Aber ist schon okay. Gut, gut. So. Wir werden natürlich auch diesen Swap for Skylander kombinieren. Aber nun schauen wir uns mal die Welt hier an. Und seine Fähigkeiten. Interessant sind diese neue Kreaturen, die sich um die Jumpies kümmern. Für was sie genau von Nutzen sind im späteren Verlauf. Weiß ich noch nicht. Schaut hätte nicht eher. Erwartet, die Skylander hier mal zu sehen. Okay. Keine Sekunde zu spät. Ein paar Greebles haben ein paar wichtig aussehende Typen in die Wasserfallgrotte geführt. Oh, okay, okay. Hier ist schon eine komplette Versammlung am Laufen. Und wir werden hier einfach mal durchgehen. Also, weiter geht's. Ich werde natürlich vielleicht eher versuchen, ein paar Secrets rauszufinden. Mal schauen. Ja, das schaut schon mal gut aus, oder? Ja, hier komme ich, glaube ich, an den Seelenstrein ran. Gut, gut. Ja, nicht runterfliegen. Natürlich, neu ist das Springen ja an sich nur in den Konsolenversionen. Hier für PS3, Xbox und so weiter. Also die Version, die ich hier spiele, die Wii U-Version auch natürlich. Denn auf dem 3DS gab es das Springen. An sich von der ersten Generation schon weg. Gut, und wir schauen uns jetzt mal kurz den Skylander hier an. Da
Countdown. Eine nette Figur. Fokus. Naja, was ich so mitbekommen habe, sehr, sehr beliebt. Für mich ist das aber eher nichts. Mir gefällt die nicht so gut. Ich werde sie mir nicht kaufen. Ich werde mir vermehrt die Swap Force Figuren, die swappbar sind, kaufen. Und die normalen Skylanders nur so von Zeit zu Zeit. Vielleicht die, die mir gefallen. Da gibt es ein paar. Aber viele werden es nicht sein. Okay. Oh, von hier bin ich gekommen, genau. Wo laufe ich denn wieder nur hin? Hier geht's doch lang. Stimmt, stimmt, das war nur eine Abkürzung. Und ich habe mich gleich mal verirrt. Griebeldonnerbüchse. Der will eine Herausforderung haben, die kann er gerne haben. Oh, schön ausweichen. So. 24 Schaden ist nicht wenig und vor allem die springen noch über, falls ihr seht, auf den nächsten Gegner mit 6 Schaden. Gut, gut, da kann ich schon mal ordentlich austeilen. Aufpassen. So, Jumpies sind gleich mal weg. Ah, Luftskylander hat der hier natürlich noch einen Elementbonus. Den werde ich aber jetzt nicht einwechseln. Wir werden mit unserem Magie-Skylander hier weitermachen. So, kommt noch irgendwas? Nein, wir haben es geschafft. Nun gut, weiter in den nächsten Bereich. Grafik ist wunderschön. Also da gab es nochmal eine ordentliche Verbesserung zu Giants, auch von den Winkeln her. Es fühlt sich irgendwie alles lebendiger an. Und hier der Schatz. Cool. Okay, wir haben wieder zwei Wege zur Auswahl. Und das dürfte der richtige sein, denn hier ist eine Höhle. Okay, was gibt's hier zu erkunden? Nicht viel. Was ist das? Hokus Fokus. Okay, 1 von 5. Habe ich da schon was vergessen? Wie auch immer. Ich schau mal lieber weiter. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich nicht so detailliert die ganze Landschaft erkunde, mehr auf das Spielgeschehen mich hier konzentriere. Wow, der hält ordentlich durch. Und im Endeffekt hat mir das Monster hier die Arbeit abgenommen und hat den Gegner besiegt. Also nun gut zurück. Ich werde nicht so detailliert vielleicht erkunden, nicht alle Secrets. Erst im Nachhinein, im nächsten Part, so den extra Parts, das zeigen, was ich vergessen habe. Damit wir uns hier richtig auf das Spielgeschehen, auf die schöne Landschaft, auf die schöne Atmosphäre hier konzentrieren können. Okay, der kommt mal rüber. Und der andere natürlich nach oben. Ihr seht schon den Spalt dazwischen, da muss der Stein hin. So, streng dich nochmal an. Und? Ah, ist schon dort, okay. Brauche ich nicht mehr anschieben. Dann hüpfen wir da gekonnt drauf. Was ist das hier? Ein Teleporter? Warte mal, warte mal. Ja, den ignorieren wir jetzt. Wir holen uns zuerst die Schriftrolle hier. Oh, ich bin schon gespannt. Der Text ist immer ziemlich geil. Gut, was hat diese Schriftrolle hier verborgen? Niemand weiß sicher, woher die seltsame Armee der Griebels wirklich kommt. Viele glauben, dass sie einfach aus bunten Eiern schlüpfen. Doch für einen relativ geringen Preis können machthungrige Zauberer und Hexer sie dutzendweise im Katalog Schergen-Umschau bestellen. Manchmal gibt es sogar einen Hut umsonst dazu. Das ist wirklich sehr, sehr nett formuliert, sehr, sehr toll. Also im Katalog Schergenumbau ist das Ganze zu bestellen und ihr wisst, der Katalog wird sicher von Chaos hier geführt. Okay, nun los geht's! Rüber mit dir! Beziehungsweise rauf. Oh, schaut richtig geil aus. Wenn er so auf der Disc hier herumslidet. Wow. Richtig geil. Nun gut. Also, dann werde ich mal das Kombinieren versuchen. Ich probiere mal den Unterteil hier kombinieren mit dem Oberteil von unserem Feuerskylander. Krach und Krawall! Boah, das sieht extrem eigenartig aus. Also, unser Feuerskylander schwebt hier nun auf dieser Disc dahin. Ist gut, geil. Gut, dass du da bist, Skylander. Du musst verhindern, dass die Griebels den Schlingschlucker einsperren. Sie sind eine bedrohte Pflanzenart. Oder auf jeden Fall Art.
Oh, wie gemein. Die haben unseren Verbündeten hier eingesperrt. Und das werden wir natürlich sofort verhindern und unterbieten die Griebels. Ganz gemein hier. Also, oh, aufpassen. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen, yeah, ein bisschen Schaden macht das sogar. Ein bisschen aufpassen und defensiv spielen. Das merkt man schon, da die jetzt sehr, sehr viel aushalten. Nicht direkt auf Angriff. Oh, wieder erwischt worden. Ich hätte mich noch teleportieren müssen. Nun gut, gut. Aber es zieht noch nicht viel ab, auch schwer. Also, kein Problem. Level up auch noch für unseren Skylander. Was ist das jetzt? Level 3 für Unterteil, Level 3 für Oberteil oder Level 3 für beide? Wie auch immer. Wir werden es später schon noch früh genug rausfinden. Nächste Schatzkiste ist hier was? Nein. Dann geht's weiter. Also ich fühle mich bei dem Skylanders-Teil hier, ich meine der Dschungel hier, allein die Abteilung hier ist richtig schön. Man sieht jetzt nicht so von oben die Kameraansicht, sondern eher von hinten third person. Das lasst einen nochmals um einiges mehr hier in die Spielwelt hier einfließen, mitleben. Hautnah das Ganze zu erleben ist schon ziemlich hart. Sehr, sehr schön gemacht, gefällt mir irre gut. So, wir brauchen die Sprungfeder hier. Das ist eigentlich fies. Eigentlich wollte ich ja heute nur diesen Masken Skylander hier präsentieren. Achso. Skylander mit der Hüpffähigkeit kann diese Swap-Zone aktivieren. Ja, ich weiß. Und ich dachte, die hüpfenden Skylanders hier sind Gegner auf diese Art und Weise. Hier ist noch so eine Magiekapsel. Kann ich hier upgraden oder was ist das hier? Ah, okay, interessant. Also ich kann hier upgraden. Da könnte ich gleich mal... Achso, das Upgrade habe ich natürlich damals nicht gekauft. Ich Idiot, deswegen macht es auch nicht mehr Schaden. So, jetzt haben wir es aber nun. Vor allem interessant, wo wird das Geld gespeichert? Am Oberteil oder am Unterteil? Am Skylander? Das ist auch eine gute Frage. Oder kann man das einfach dann kombinieren? Dass das Geld... Naja. Ja, eigentlich müsste es nur auf einem Teil gespeichert sein. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Okay, weil sonst haben wir das Problem, wenn der Teil, der Geld, der Kontostand am Unterteil gespeichert wird und am Oberteil, dann hätte ich jetzt 1000 Gold hier. Auf dem Oberteil könnte das alles ausgeben und auf dem unteren Teil vom Swapper Skylander hätte ich auch nochmal 1000 und könnte ein Upgrade kaufen. Also das muss irgendwie anders geregelt sein. Gibt es einige Sachen noch rauszufinden, wie es scheint? Okay, hier kann ich nichts machen. Dann war es das mit der Höhle hier. Denn hier unten wird auch nichts mehr sein. Nein, ist klar. Gut, dann gehen wir mal raus. Oh nein, hier, hier sieht man es noch. Eine Plattform. Ein Lift. Und ich bin mich versprungen. Darf doch nicht wahr sein. Oh, genau zwischen rein. So, jetzt meide ich den Lift mal. Ah, oh, wieder das gleiche. Darf es nicht wahr sein. So, jetzt aber. Hat man schwer von oben abschätzen können, wo es genau hier hingeht. Okay, ist das ein Secret-Ausgang? Ein Geheimausgang? Wo sind wir hier? Oh, ein Seelenstein, ein weiterer. 2 von 3 in diesem Level. Und was kriegen wir hier zu sehen? Oh, Slabbertooth. Wir haben hier ein kurzes Video. Bin auf Erfolgskurs. Jo, ich auch hoffentlich. Und zwar, Slabbertooth ist jetzt nicht ein Skylander, der mir irre zusagt, werde ich mir garantiert nicht kaufen. Jetzt bin ich aber noch schnell. Nein, darüber geht's nicht. Okay, man geht hier baden. Jetzt den ganzen beschwerlichen Weg hier wieder zurück. Und dann raus aus der Höhle. So. Wir haben den Lift gerade noch verpasst. Wie unpraktisch. Nein! Zu früh gesprungen. Na, so geht's auch. Das ist ja praktisch. Kommt man einfach so rauf. Okay, nun aber... runter mit diesem Swapper Skylander. Wir probieren die nächste Kombination aus. Der obere Magieteil. Das wird zum Federn raufen. Hot Zone. Hot Zone eigentlich. Hm.
Ah, oh, sicher ist es so praktisch. Swap Skylander mit ja, der Fähigkeit kann diese Swap-Zone aktivieren. Ah, ich werde es trotzdem einfach auslassen. Ich habe zwar den Skylander hier da mit der Hüpffähigkeit, aber das werde ich dann im nächsten Part präsentieren. Gehen wir mal eine Runde Tee trinken. Griebelpanzer. Okay. Der große Griebel ist echt zäh. Warte, bis er angreift und unachtsam ist. Dann hol ihn dir. Okay. Ja, jetzt sind die Schilde weg. Alles klar, so funktioniert es. Ich dachte, ich kann zwischen den Schilden durchschießen. Hat nicht funktioniert. Boah, das zieht aber ordentlich ab. Boah. Das hat mich wohl umgehauen, was? Ein 20er, bisschen mehr. Wenn er nur in der Nähe ist. Hey, da hat sich noch einer versteckt. 15 waren es, okay. Und dann nochmal gibt's 100 drauf, wenn ich ihn treffe. Jawohl. Das zieht ab. Wo könnten wir hingehen? Da drüben wird eine Maske verlangt. Und hier... Oh, ein weiteres Tor. Technologie und Erde. Dann werde ich die Tore jetzt mal auslassen. Und das lieber mal auf den nächsten Part verschieben. Nur ein Swap Skylander mit der Schleichfähigkeit okay. kann diese Swap-Zone aktivieren. Gut, gut. Hier haben wir eine Höhle. Also das ist alles Bonusmaterial hier. Dann muss es irgendwo anders weitergehen. Weiter hinten wahrscheinlich. So, was haben wir hier? Hier haben wir Münzen. Okay, ein Ausgang. Dann geht's vielleicht hier weiter. Durch die Höhle durch. Dann werde ich mir noch hier die Schatzkiste krallen. Ja, rauf, rauf, rauf. Okay. Nix wie auf da. Apropos, was mir noch einfällt, früher bei den Schatzkisten, ich glaube beim 1er Teil speziell, bei Giants war es nicht mehr so extrem, da sind die Schätze einfach nur so durch die Gegend geflogen, aus der Schatzkiste raus, quer durch die ganze Gegend hier. Und wenn dann Abgrund war, war es sehr, sehr üblich, dass die Schätze einfach runtergefallen sind und weg waren. Nicht der ganze Teil der Schatzkiste, aber schon ein bisschen was. Und da gab es auch wertvolle Edelsteine, die davon betroffen waren. Ja. Okay. Ah, Nummer 3. Und hier, von hier sind wir gekommen, von unten. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen für diesen Part. Oh, muss eh sowieso nochmal hier runter. Gut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Hoffentlich seid ihr mit dabei. Also, danke fürs Zuschauen hier. Bis zum nächsten Mal bei Skylander Swap Force. Bis dann.